Das neue Verkaufsobjekt der Luxusautohändler Sven und Michael Kanz rollt an. Emotiono. Si. Si. Gut, alles klar. Fahren wir den mal runter? Die beiden Brüder handeln mit den schnellsten und teuersten Sportwagen der Welt. Ferrari 812. 800 PS, 300.000 Euro. Die Kanz-Brüder wollen sich eine Probefahrt nicht entgehen lassen. Auch in Zeiten des Klimawandels und hoher Benzinpreise sind Sportwagen für viele immer noch ein Statussymbol. Für die Brüder sind sie Alltag. Ihr könntet uns wahrscheinlich die Augen verbinden und in den Neuwagen reinsetzen. Wir könnten euch sagen, das ist ein Ferrari, das ist ein Lamborghini, das ist ein Bugatti. Also wir könnten alle Marken nur vom Geruch erkennen. Top, die Wette gilt. So I get all I could. Ihr etwas anderes Autohaus, ein Traum, den Michael und Sven schon als Kinder hatten und heute leben. Zurück im Geschäft in Melchingen bleibt der neue schwarze Ferrari nicht lange unentdeckt. Manfred Falkenburger ist auch Kunde bei den Kanz-Brüdern, aber eher für Kleinwagen. Mein lieber Silvester, nicht für meinen Geldbeutel. Der hätte mir die Haare vom Kopf fressen, hätte ich ja gar keine Haare mehr. Bei den Kanz-Brüdern treffen Extreme aufeinander. Sportwagen von Porsche, Ferrari, Lamborghini, selbst Helikopter haben sie im Angebot. Aber auch spritsparendere Modelle von Fiat, VW, Dacia. Auf dem Hof Wagen im Wert von mehreren Millionen Euro. Die Auswahl lockt PS-Liebhaber aus der ganzen Welt mitten auf die Schwäbische Alb. Viele sagen ja, wieso geht er nicht nach London, wieso macht er nicht in Berlin einen Showroom auf, wieso macht er nicht da. Nee, wir sind hier auf dem Land geboren, wir machen hier unsere Arbeit ordentlich und wir werden hier auch irgendwann dann wahrscheinlich sterben. Ein Familienunternehmen der besonderen Art. Die beiden Brüder schmeißen den Laden seit Anbeginn gemeinsam. Das machen wir immer zusammen eigentlich, alles so. Echt jetzt? Hab ich gar nicht gewusst. Ich wollte gerade sagen, eigentlich macht immer jeder das. Ich fange einfach mal an und wenn ich Rat brauche, dann frage ich ihn Sven. Nee, so ist es nicht. Als Brüder ein Team, aber nur selten einer Meinung. Ich denke, als Brüder sagen wir es uns halt, wie wir es denken. Wenn das jetzt irgendwie jemand wäre, mit dem wir einen Geschäftsführer eingestellt hätten, der nicht zur Familie gehört, dann bist du da vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Aber da wir das ja alles als Familienbetrieb hier führen, dann sagt man einem halt die Meinung. Was sie vereint, die Liebe zu exklusiven Autos und ihr Ehrgeiz. Jetzt geh rüber. Ihr Geschäftsmodell, Luxus auf der einen, Kleinwagen in rauen Mengen auf der anderen Seite. Ja, das sind das 300.000 Euro, was wir hier heute Morgen verladen haben. Die Kanz-Brüder fahren zweigleisig, auch mit Blick auf die Zukunft. Wenn die großen Sportwagen irgendwann mal nicht mehr zu verkaufen sind, haben wir immer noch die normalen Fahrzeuge, die wir dann halt verkaufen können. Und unsere Philosophie ist das Aldi-Prinzip, wir verkaufen viel zum günstigen Preis. Bei den Brüdern von der Alb gibt es also Angebote für jeden Geldbeutel. Auch für den schwäbisch Sparsamen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Heute geht es um einen Dacia Sandero. Ich freue mich schon auf dieses Auto, wenn alles klappt. Erstmal die Probefahrt machen und dann sehen wir weiter. Kunde Manfred Falkenburger war schon dreimal da. Heute ist der Tag der Probefahrt. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hat LED-Scheinwerfer drin. Er hat alles drin, was er braucht. Genau. Zum günstigen Fahrer. Das kann man nichts sagen. Aber auf was kommt es an? Also ziemlich alles und muss wenig kosten. Und sparsam muss er sein. Das ist er auf jeden Fall. Wir leben in einer Zeit, das wird immer schlimmer mit dem Spritpreis. Und der frisst doch nichts. Und da komme ich auch hin. Überall. Lass uns überraschen. Der Dacia wird auf Herz und Nieren geprüft. Michael rechnet mit einem Abschluss. Also mein Verkäufersinn, der trifft normal zu 90% zu. So, die Herren, wie war's? Hervorragend. Verkäufer Michael lag richtig. Ich hätte gedacht, dass der so mit drei Zylinder so Power. Kann man bloß sagen, supi. Absatzspitze. Super, dann gehen wir rein, oder? Machen wir klar Schiff. Michaels Bruder Sven übernimmt die Formalien. Stift raus, Unterschrift drauf, verkauft. Für 13.000 Euro. Verkauft wurde übrigens auch er, der Ferrari, für das über 20-fache des Dacias. Und das ganz ohne Probefahrt. Alles andere ist Datenschutz.